Guten Tag, mein Sohn Leo wurde eingeliefert. Hallo. Ja, guten Tag. Ja. Ich bin Dr. Kauderbach, ich bin die Stationsärztin hier. Ich habe ihn gerade eben schon einmal gesehen. Ja, er ist eingeliefert worden, weil er ist hier in der Nähe einer Bushaltestelle hier in der Klinik. In der Nähe der Klinik ist er kollabiert. Das heißt, er ist kollabiert. Umgefallen. Wir wissen jetzt auch noch nichts Genaueres. Stuckateurin Sonja erlebt in diesem Moment den Albtraum aller Eltern. Ihr 14-jähriger Sohn Leo wollte eigentlich mit seinem Kumpel Micha Videospiele zocken. Der Anruf von der Kinderstation warf die Alleinerziehende deshalb komplett aus der Bahn. Doch der Schüler spielt seinen Zustand herunter. Aber ich verstehe das nicht. Was hast du denn mit dem Micha gemacht? Ich meine, man kriegt nicht so einfach einen Hitzschlag, da du sonst nie irgendwie was vom Tageslicht siehst, weil ihr nur am Zocken seid. Ja, wir haben ja auch nur gezockt. Wir haben nichts anderes gemacht. Ich weiß nicht. Ja, da stimmt doch irgendwas nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also so klinisch ist das, spricht schon alles dafür. Es war ja, ist ja eben auch sehr, sehr heiß und er stand da wahrscheinlich vielleicht auch länger an der Bushaltestelle. Auf jeden Fall ist es ihm dann schlecht geworden, so wie er uns es oder den Kollegen unten in der Notaufnahme berichtet hat. Er hat jetzt erstmal Infusionen, Laborwerte stehen noch aus. Aber es scheint jetzt erstmal keinen Hinweis, es gibt keinen Hinweis, dass es eine Hirnschwellung oder sonstiges gibt, was ja mal Komplikationen eines Hitzschlags sein könnten. Ja, allerdings ein bisschen komisch, er klagte unten über Bauchschmerzen in der Notaufnahme, will aber seinen Bauch nicht zeigen. Das ist nichts weiter. Ich habe heute den ganzen Tag einfach nur wenig getrunken. Mach dir nicht so Sorgen. So langsam frage ich mich echt, was ihr gemacht habt. Ich glaube, ich frage mal nach. Nein, also, Mama, das brauchst du nicht machen. Bauchschmerzen, Hitzschlag, also ich möchte jetzt wissen, was da los war. Du machst dir einfach nur wieder viel zu viel Sorgen. Ich frage die Moni jetzt. Brauchst du nicht. Doch, also es kann doch nicht wahr sein. Die Moni ist die Mutter? Mutter von seinem Freund Micha. Mhm. Wo er eigentlich die ganze Zeit nur abhängt und zockt und nichts vom Tageslicht sieht und... Okay, aber du warst ja dann schon mal draußen an der Bushaltestelle. Ja. Ja. Was machst du draußen an der Bushaltestelle? Habt ihr irgendwie Scheiße gebaut oder was? Nein, wir wollten nur kurz was holen. Ja, ihr wolltet nur kurz was holen. Die Moni sagt gerade, dass du nicht da warst. Ja. Was soll das jetzt heißen? Wie schon gesagt, wir wollten nur was holen. Ja, aber die hat gesagt, du bist seit Tagen nicht bei Micha gewesen. Wem glaubst du denn eher? Ja, ja, also die Moni würde mich nicht anlügen. Ne? Ich möchte jetzt echt wissen, was hier ja, los ist. Wissen Sie, ja, lassen Sie ihn doch. Ja. Ja, ich würde sagen, lassen Sie ihn doch erstmal jetzt. Wir müssen ihn erstmal ein bisschen infundieren. Er braucht jetzt erstmal Flüssigkeit, Elektrolyte. Es geht ihm ja noch nicht so gut. Vielleicht können Sie sich erstmal ein bisschen in die Cafeteria, dass Sie sich erstmal ein bisschen. Ich kann Ihnen gerne mal den Weg zeigen, ja, vielleicht. Ja. Und ich änderst du ja auch nochmal deine Meinung, ich weiter ja, untersuchen mal zu gucken, lassen. Mal gucken, was mit deinem Bauch sich bis dahin entwickelt. Wir gucken, wie die Laborwerte sind. Wir erleben ja alles, dass die Patienten die Wahrheit sagen, dass sie uns anlügen. Aber das Schlimmste ist immer, wenn sie gar nichts sagen. Und das war auch der Fall. Das ist gerade oft bei Teenies so. Die rücken dann einfach nicht mit der Sprache raus. Und leider kann man denen dann auch nicht wirklich helfen. Eine Stunde später hat sich Mama Sonja beruhigt und möchte versuchen, dass ihr Sohn nun mit der Wahrheit herausrückt. Der hat inzwischen Besuch von Nachbarstochter Amy. Die beiden Teenager kennen sich von klein auf und sind wie Geschwister. Aber auch die 16-Jährige verhält sich plötzlich höchst merkwürdig. Amy, was machst du denn hier? Leo, wie geht's? Schon ein bisschen. Was ist los mit dir? Amy. Hey. Also, ich geh mal kurz gucken, was sie hat, ja? Also irgendwas ist aber jetzt hier komisch, oder? Ja, also das verstehe ich jetzt auch nicht. Wo ist sie denn jetzt hingelaufen? Toilette? Die Toilette. Amy? Hey. Sie kennen sich auch. Ja, wir kennen uns schon lange. Also wir sind Nachbarn. Ach so, okay. Ich kenne sie von klein auf. Hey, wie geht's dir? Okay, lass mich in Ruhe. Was ist denn los? Ich würde jetzt gerne wissen, was hier los ist. Hm? Das verstehe ich jetzt aber auch nicht, warum sie jetzt direkt rausgeht, wenn sie da reinkommen. Ich verstehe das auch nicht. Also, wir kennen uns doch. Amy, was ist los? Hast du ein Problem mit Leo? Geh. Wie geh? Ich glaube, es ist vielleicht einfach besser. Ich kläre das jetzt hier mal und dann gehen sie einfach gerade mal zu ihrem Sohn. Ja. Wir kommen dann gleich sonst zu. Alles klar. Ich habe die Mutter von Leo weggeschickt, weil ich hatte den Eindruck, dass es Amy nicht lieb war, dass sie jetzt auch noch vor der Tür stand und dass sie einfach ein bisschen privater für sich sein musste. Und ja, das hat sich dann ja auch nachher bestätigt, dass ich da richtig lag. Oh, Scheiße. Amy? Alles okay? Was ist passiert? Ich habe Blut in der Unterhose.
Ja, aber vielleicht ist es nicht stimmt. Vielleicht bekommst du deine Tage. Nee. Hast du Schmerzen? Ist das der Grund, warum du so am Weinen bist? Ist das was Medizinisches? Sollen wir mal zu der Ärztin gehen? Ja. Ja? Pass auf, dann komm mal mit. Eine Blutung ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes. Aber ich hatte den Eindruck, dass da irgendwie mehr dahinter steckt und dass es vielleicht besser ist, dass sie zu der Ärztin geht. Und ja, ich hatte wohl recht. Sie ist eigentlich Besucherin gewesen vom Leo und ist die ganze Zeit schon sehr aufgelöst, ist schon aufgefallen und ja, war dann auf die Toilette gegangen. Und vielleicht magst du es selber erzählen? Ja, also ich habe Blutung in meiner Unterhose. Okay, aber das ist ja jetzt eigentlich nicht so ungewöhnlich in deinem Alter. Oder wie alt bist du? 16. Und warum meinst du, dass das ungewöhnlich ist oder so? Du hast doch bestimmt schon immer deine Tage, oder? Nee, meine Tage habe ich nicht. Hast nicht deine Tage, sondern? Ich bin schwanger. Schwanger? In der wievielten Woche bist du denn? Hast du deinen Mutterpass dabei? Nein, ich habe keinen. So anfangs kann das ja immer mal Schmierblutungen geben. Das ist ja auch erstmal nicht so schlimm. Aber du hast keinen Mutterpass? Nein. Warst du denn schon mal beim Arzt? Mhm. Woher weißt du, dass du schwanger bist? Weil ich halt 3 Tests aus der Drogerie gemacht habe. Ach, hast du selber gemacht? Alle positiv. Jetzt verstehe ich auch einiges. Okay. Schwangerschaftstests aus der Drogerie oder aus der Apotheke sind inzwischen sehr, sehr weit entwickelt. Das heißt, meistens stimmt das Ergebnis dann auch. Die Frage war eben nur, wie lange war sie schon schwanger und vor allen Dingen von wem? Und jetzt bist du in Sorge, das verstehe ich ja auch. Aber da musst du natürlich jetzt erstmal zum Arzt gehen. Ne? Das muss ja abgeklärt werden, dass man mal guckt. Was mit deinen Eltern? Mhm. Nein, meinen Eltern bitte nicht Bescheid sagen, bitte nicht. Wenn mein Vater das herausfindet, dass ich schwanger bin, dann reißt er mir den Kopf ab. Ja gut, das muss man dann erstmal alles klären. Ich denke, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass du dich mal beim Frauenarzt oder beim Gynäkologen vorstellst und dass wir da mal schauen, ob es dem Baby gut geht, ob es bei dir alles in Ordnung ist. Das wäre ganz, ganz wichtig, ne, zu Anfang einer Schwangerschaft. Ich würde dir vorschlagen, dass wir das gleich hier erledigen. Ich würde mal in der Gynäkologie anrufen. Die gucken bestimmt einmal gerne nach und dann können wir sehen, in welcher Woche du bist. Und gut, und alles andere müssen wir dann mal klären. Da gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten. Da können wir dir auch gerne behilflich sein. Ja, wir klären jetzt erstmal, wie es überhaupt ist mit der Schwangerschaft, wie weit du bist, ob alles in Ordnung ist. Und dann überlegen wir uns im zweiten Schritt, überlegen wir dann mal, wie wir dir helfen können. Okay. Ja, Nicole würde dich, bringst du sie rüber? Dann rufe ich jetzt gleich mal in der Gynäkologie an. Ja, und wir sehen uns nachher, Emmy. Okay, dann gehen wir noch eine. Wird sicherlich alles irgendwie gut. Wir kümmern uns, ja? Bis dann, bis ne? Bis gleich. Ja. Wenn ein Teenager ungeplant schwanger wird, ist das natürlich zunächst ein großer Schreck für alle Beteiligten. Hier ist es sehr wichtig, sich Hilfe zu holen. Es gibt ja erstmal die Schwangerschaftskonfliktberatung, Familienberatungsstellen, die Gynäkologen und natürlich auch Eltern und Familienangehörige oder Freunde können da sehr hilfreich sein. Dr. Kauderbach ist froh, dass die wahrscheinlich schwangere Amy in ihre erste gynäkologische Untersuchung einwilligt. Bei ihrem anderen Patienten trifft die Kinderärztin hingegen auf deutlich mehr Widerstand. Wie herauskommt, hat der Schüler heftigere Beschwerden, als er zugibt. Jetzt lass uns einfach gehen. Hey, langsam. Ah, Leo, was ist los? Was ist los, Schatz? Oh, Leo, dann müssen wir jetzt aber doch mal gucken. Also ich muss dich jetzt mal einmal richtig untersuchen, da hilft jetzt alles nichts. Was ist los, mein Schatz? Oh, mein Bauch tut so weh. Okay. Sag mal, Leo, lass mich mal einmal bitte deinen Bauch jetzt anschauen. So, ich will mal gucken. Ach, Gott, da? Das sieht ja total schlimm aus. Was ist ja hier vorgewölbt? Was? Oh mein Gott. Das tut weh. Hier tut's auch weh, ne? Wenn ich möchte echt jetzt so langsam mal wissen, was passiert ist, ne? Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass das von einem Hitzschlag an der Bushaltestelle kommt. Also das sieht mir also wirklich nach dem Nabelbruch aus. Ich will das aber einmal noch mal schallen. Ja, soll das jetzt heißen, Nabelbruch? Das kann schon, das ist im Grunde genommen, ist das so eine Lücke in der Bauchwand, wo Organe eindringen können. Und wenn die da nicht wieder zurückrutschen können, dann kann es wirklich lebensgefährlich werden. Aber muss es jetzt erstmal einmal schallen. Leos 38-jährige Mama schwankt zwischen Sorge und Ärger, weil ihr Sohn trotz Lebensgefahr immer noch nicht die Wahrheit erzählt. Der Schüler ist sich zu sicher, dass es schlimme Konsequenzen hätte, wenn die Alleinerziehende die Gründe seines dramatischen Zustands erfährt. Warum sagst du uns nicht einfach, was los ist? Perfekt, danke. Ich kann es euch nicht sagen. Ein bisschen daneben legen, so. Ich hab's jemandem versprochen. Was soll das denn heißen, ich hab's jemandem versprochen? Du kannst mir doch alles sagen, ich bin deine Mutter. Nein, wirklich nicht. Ich kann's dir nicht sagen.
Ein Nabelbruch kann von Geburt an bestehen. Hier gibt es angeborene und erworbene Nabelbrüche. Bei einem Bruch handelt es sich ja jetzt nicht um einen Bruch wie ein Knochen, sondern es handelt sich um eine Erweiterung der Bauchwand, also eine Aussackung durch die Bauchwand, durch die dann der Bruchinhalt hindurchrutschen kann und schlimmstenfalls eben eingeklemmt werden kann. Es gibt verschiedene Ursachen für einen erworbenen Nabelbruch. Meistens ist es durch eine starke körperliche Aktivität ausgelöst. Leo, Mensch, wir müssen wirklich wissen, was da ist. Ja, das sieht wirklich ernst aus. Also das handelt sich hier um einen eingeklemmten Nabelbruch. Das muss operiert werden. Oh nein. So, dass jetzt dazu gekommen ist, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Das hängt jetzt eigentlich erstmal nicht ursächlich mit dem Hitzschlag zusammen, Leo. Du musst es da uns vielleicht erklären können. Nein. Du hast auch unten in der Notaufnahme ja noch nichts gesagt. Ich kann es euch einfach nicht sagen. Ich würde es euch sagen, ich habe es jemandem versprochen. Und ein Versprechen bricht man nicht. Ja. Aber das ist echt eine ernste Situation. Gut, es ist jetzt wirklich eine Sache, die sofort angegangen werden muss. Das heißt, ich werde gleich Kontakt mit dem Chirurgen aufnehmen und dem Anästhesisten. Wenn er es uns jetzt nicht erzählen will, es ist jetzt erstmal wichtig, dass die Operation stattfinden kann. Wir werden die Vorbereitungen treffen. Vielleicht wirst du es uns später dann erzählen, Leo. Es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir so schnell wie möglich operieren, dass dieser eingeklemmte Nabelbruch, dass das operiert wird, dass es nicht zum dauerhaften Organschaden kommt. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Das kann bis hin zur Lebensgefahr gehen. Das Chirurgenteam kann dem jungen Patienten in einer Not-OP zum Glück helfen. 2 Stunden danach hat auch seine beste Freundin Amy das Schlimmste überstanden. Die 16-Jährige will ihr Baby behalten. Nur wer der Vater ist, hat die Schülerin bisher nicht verraten. Wie war's? Mit Mutterpass? Ja. Und was gibt's da zu berichten? Ich bin in der 7. Woche. Schön. Das hat sie auch und alles in Ordnung, genau, ja? Bei der Schwangerschaftsberatung auch direkt ausgemacht. Und dem Baby geht es zum Glück gut. Ja, zum Glück. Sehr schön. Kein Grund der Sorge. Kann alles andere zu Leo auch regeln. Zu Leo? Ja, kannst du mal. Ich wollte auch gerade zu ihm gehen. Okay. Kannst du mal mit mir mitkommen? Ja. Für mich war die Situation eigentlich ziemlich klar. Leo ist bestimmt der Vater. Doch es stellte sich etwas anderes heraus. Ich habe dir mal mitgebracht. Sehe ich dann Mutterpass? Ja. Hat das was mit dir zu tun? Ja, Mama, kannst du mir mal ganz kurz die Tasche geben? Hier, das sind 200 Euro. Das war das Einzige, was ich auf dem Bauernhof erarbeiten konnte. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kannst du mir das erklären? Ja, also er ist nicht der Vater. Es ist ein anderer, der hat mich sitzen lassen. Ja, also das war so. Ich habe sie vor circa einer Woche oder so im Garten sitzen sehen und sie hat geweint. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie schwanger ist und dass sie einfach nicht weiter weiß, weil sie es nicht ihrem Vater erzählen kann. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, ich helfe dir, wir schaffen das gemeinsam. Und ja, dann bin ich halt auf dem Bauernhof arbeiten gegangen. Als Erntehelfer habe ich mich dann eintragen lassen. Ach, Leo. Okay, das erklärt natürlich auch, wieso du jetzt den Nabelbruch hast. Wenn du so schwer gehoben hast, in deinem Alter ist das natürlich auch noch nicht zu empfehlen. Und dann kann das natürlich bei schwachem Bindegewebe dann auch zu so einem Nabelbruch führen. Und dann hast du dich so angestrengt, dann die Hitze noch dazu, dann der Hitzschlag. Das erklärt natürlich jetzt alles. Ne? Das passt ja alles. Er hätte doch mit uns reden können, Amy. Du kannst doch auch immer zu mir kommen, wenn was ist. Ja, ich weiß. Aber ich wollte nur helfen. Ja, auch das finde ich auch wirklich ganz, ganz, ganz lieb von dir. Ja, es ist richtig rührend, Leo. Das ist wirklich. Ach. Ich konnte die Verzweiflung von Amy absolut verstehen, denn es ist ja für ein 16-jähriges Mädchen, was ungeplant schwanger wird und dann noch von seinem Freund verlassen wird, eine absolute Katastrophe. Und hier ist es extrem wichtig, sofort und auch intensiv zu helfen. Amy ist gerührt, dass Leo für sie Geld verdient und ihr Geheimnis nicht verraten hat. Inzwischen hat die Schülerin ihren Eltern von der Schwangerschaft erzählt. Die haben verständnisvoll reagiert. Leos Nabelbruch ist gut verheilt und er durfte die Klinik nach 6 Tagen verlassen.